So, hier sind alle Spiegel, die wir haben. Ah, oh, großartig. Ah. So. Gut. Schraub die einfach mal einzeln dran und guck mal, wie viel wir rankriegen. Oh. Ja, klar. Also 1, 2, 20 mehr oder so wird sich schon gut machen. Mehr oder weniger ist aber. Naja, klar. Oh, ich mein, teilt ja nicht, wenn man ein bisschen mehr sieht. Ja, ja, das ist schon ein paar mehr. Ja. Ah. Na. Oh. Hier war schön. Noch, so, und noch so ein extra Stängel ranschmeißen. Oh. Das ist gut. Klar. Ich jetzt alles dran. Perfekt. Da gibt es nicht mehr viel zu diskutieren, ne? Da musst du aber aufpassen, dass du nicht die Straße schmelzt, ne? Bei Sonne. Wenn er die Sonnenstrahlung hat und die von ihm Rücken scheint, ne? Dann lässt er hinter sich, dann ist das wie so ein James Bond Abwehrsystem. Scheiße. Ich mach mal mit dran, ne? Ja. Naja, klar. Oh. Nur eine Beste, ne? Nicht, dass er noch die Kiste Bier verliert, wenn er was. Wenn er mal transportiert, muss er ja sehen, was hinten dran hängt. Na ja, klar, wenn er einen Anhänger sieht. Warum auch nicht? PCDC. Ja. Hast du schon mal was von Déjà-vu gehört? Komische Momente manchmal. Ja. Keine Ahnung. Hast du wahrscheinlich von einem, wenn du mal so ein Insekt gesehen hast mit so vielen Augen, daran erinnert dich das vielleicht. Ja, ja. Ja, ja. So was. In der Matrix. So, hier unten. Nein, aber ist auch genug Platz gewesen zum Festmachen, oder? Großartig. Naja, durch die Auflage unten geht er hier dran. Ja. Schön. Drei. Best. Naja. So oft will ich mich gar nicht sehen. Ich gehe auf die andere Seite. Ja. Das Geile ist, wenn du einen Spiegel abnimmst und dein Handy halt daran machst. Gott. Dann ist das auch geil, wenn da irgendjemand dich überfallen will. Der weiß ja auch nicht, wo er hingreifen soll. Er fühlt sich auch die ganze Zeit beobachtet. Naja, klar. Ich finde das geil. Schön. Ja, einwandfrei. Ich hab weil im Internet so ein Bild gesehen von so einem Opa in China, der hatte da überall Handys drauf und hat Pokémon gejagt. Hm. Oh ja. Dass Wade auf die Idee kommt, Pokémon zu jagen. Wade ist alles möglich. Ich glaube, den sein Hobby ist eher atmen und laufen. Und Ziegen. Oder Biber? Biber und Ziegen. Was denn eigentlich mit diesem, was denn eigentlich mit dem hier Doc eigentlich? Tja, der hat mir jetzt gerade einfach geholfen, keine Ahnung, der ist scheint ein bisschen emotional instabil zu sein. Der hat irgendwas von irgendeiner, der hat ja nicht Summer irgendwas von einer Bande erzählt? Ja, 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 die Asphalt-Kobras. Klingt krass. Ja, ja, die haben irgendwie, die hatten einen ziemlich krassen Typen, aber ich weiß nicht, wie der Name hieß, der Chef war von denen. Mit der Karl der Öffner oder so, keine Ahnung. Asphalt-Kobras. Ja, der hatte irgendeinen Helm mit einem krassen Schwert oben drauf oder so ein Messer und dann hat er irgendeinen Typen in den Brust gerammt und dann war der im Knast. Scheiße, wie sind die in Sidan oder was? Ja, so in die Richtung. Und dann musste der in den Knast und dann hat sich die ganze Sache so ein bisschen verlaufen. Wo kommst du denn her? Achso, du hast Müll oder was? Nee, aus dem Müll. Nee, was frägst du? Das ist Wasser, guck mal hier. Das ist alles Wasser? Alles Wasser. Also wer davor hier drin war. Hast du das selbst drauf geschrieben? Mensch, ich kann schreiben. Naja, bring es weg. Schütt es am besten da irgendwo hin. Ja. Also streiche ich das Hunderte Wasser von. Oh, nee, wait. Pack das mal bitte. Oh, scheiße. Lass das mal hier irgendwo draußen an den Müllcontainer. Irgendwo draußen an den Müllcontainer. Schmeiß da mal hin. Alles klar. Oder schmeiß da weg. Also keine Ahnung. Ach, scheiß drauf. Ich habe gedacht, das können wir nutzen, um die Toilette durchzuspülen. Bis ich gedacht habe, wir haben gar keine Toilette. Ja, das ist tatsächlich ein Riesenproblem. Na, die Leute sollen draußen in den Busch machen. Hm? Ja, ich hab vom Dach gepisst. Ja, und ich hab vorhin. Bevor ich hier angefangen habe, habe ich hinten die riesen Haufen weggeräumt. Da waren so richtige Brummer gut, dabei. Das reicht was von der Inventurliste, alles klar. Na gut, läuft auch. Ja. Man, telefoniert Summer immer noch mit der. Wahrscheinlich muss sie sich gerade die ganze Geschichte anhören. Ich habe für alles hier gearbeitet. Scheiße, meinst du nochmal? Oh Gott. Hey, Pirma, guck mal. Ja. Ich hab mir jetzt einen Karton mit Ersatzteilspiegel genommen. Wir haben den bei dir einfach mal dran montiert, weil wir nicht wissen, wohin damit. Ja. So. Das sind aber viele Spiegel. Pass auf. Vorsicht. Ich geh nur schnell pinkeln. Ja, mach mal. Ich glaube, wir hätten eine Träne verdrücken. Ja, der ist auch flott unterwegs hier. Das war wirklich am Limit, der Motor. Ich muss aufpassen, dass er dem nicht entgegenspringt.
Oh ja. Doc, was ist denn mit den Asphaltkobras? Warte mal, warum? Ich hab, sag mal, das im Vertrauen erzählt, Mann. Was ist denn das jetzt? Naja, und darum wissen wir es alle. Richtig. Was bist das du? Bist du bei einer Gruppe? Bist du das eine Gang oder so? Das war eine Bande, Mann, eine Bande. So, man. In den 20ern ist man noch manchmal so ein bisschen verloren und dann gründet man was, hä? Ja. Und naja, die Asphaltkobras, das war, man. Richtige, was ich hatte, und dann ist es das erste Richtige, was ich verloren hatte. Wie so eine erste Liebe. Wie alt warst du, 14? Wir haben die gegründet, wo ich 16 war. Oh. Wie lange wart ihr Asphalt-Kobras? Bis vor 2 Jahren. Wow. Ja. Obwohl, warte mal, wie alt bist du? 28, Mann. Oh, wow. Ja, aber Karl der Öffner, der ist jetzt im Knast. Ah, Karl der Öffner war der Name. Ist das der Typ mit dem Speer auf dem Kopf? Ja, irgendwie sowas. Eine Rasierklinge auf dem Helm draufgeschweißt, Mann, auf so einen Metallhelm. Und dann hat der so eine Rennattacke gemacht, die hieß... Gut. Wie hieß der? 50 Running Goat sozusagen, die rennende Ziege, hä? Ach du Scheiße, Ziege. Ach du Scheiße. Und dann ist der. Hat er seinen Fuß geschart auf dem Boden. Und dann hat er jemanden den Kopf hingeworfen, oder was? Hat das Ziel anvisiert und dann hat er die Klinge direkt in den Brustkorb von der anderen Person reingerammt. Scheiße. Ja, hat sie komplett geöffnet und dafür ist er in den Knast gegangen. Dann sitzt er jetzt lebenslänglich, oder was? Absolut, ja. Und Machete, naja, Mann, Machete, der. Der hat mir ein Messer in den Rücken gerammt, der hat mich verraten, der hat die Bande verlassen. Verdammte Scheiße, heißt die alle wie Werkzeug? Nee, der hat einfach gern mit Macheten gespielt. Sag ich doch. Ja, aber ist ja kein Werkzeug, oder? Ja, doch. Naja, schon. Doch, schon, oder? Werkzeug, ja. Schon ja, ein Werkzeug, ja. Irgendwie. Also ich heiß nicht wie ein Werkzeug, Mann. Nein, du heißt wie ein Hund. Naja, Mann, ich heiß wie ein Stiefel irgendwie auch. Also schon vielleicht. Nein, du heißt wie der Dog. Hm? Naja, Dog, Mann, aber das hat ja mehr, das kann ich ja mehr. Nur Dog, den einen Dog. Ich kann der Hund sein, ich kann der Hund sein, ich kann der Stiefel sein oder der Dog. Der Dog. Ja, der Dog. Kann nur einen Dog geben. Ja. Nur Dog. Oh, was für eine klassische Show. Immer wenn er in so ein Gebäude reingegangen ist und irgend so ein fucking Verbrecher eingenommen hat. Oh, da war gut. Und wenn sie in seine Frau gerannt ist. Seine Frau. Ja, Mann, also seine Frau war wirklich die Beste. Verdammte Scheiße. Warte mal, hab ich das richtig verstanden? Ihr habt den gekannt, oder was? Nein, nur nicht. Wenn ich den gekannt hätte, hätte ich auch in sein Business eingestiegen. Hätte ich seinen komischen Crystal-abhängigen Sohn da abgelehnt. Der hatte 100%ig Crystal genommen. Kann mir keiner sagen. Ja, das ist scheiße auf. Der hat wirklich Crystal genommen. Dreckszeug. Ja, Mann, aber diese Bande, Mann, das ist halt das meine erste Liebe, die ich verloren habe. Naja, Mann, klar. Ja, das wie mit meinem Bike, Mann. Deswegen war ich eben ein bisschen angegriffen, als Travis gesagt hat, ich soll es verschrotten gehen. Das ist mein erstes Bike. Was ist denn jetzt verschrottet? Nein. Ah, nee, hier vorne steht's. Natürlich habe ich das nicht verschrottet. Okay. Naja, man kann unter mir zusammenbrechen, Mann, auf dem Highway. Ja gut. 3 Wochen. Vielleicht 2,5. Na, wenn du sagst, war? Wenn du sagst. Scheiße, es hat. Warte, Josh war dein Name oder Josh? Josh? Das ist richtig. Ja, Josh, er hat das gesagt, Mann. Ja, irgendwann lösen sich halt die Schrauben, die Bolzen, weißt du? Hey, dann ist dann irgendwann schon. Ja, so, unten gerade nichts los, dann bin ich mal hochgekommen, hast du ja vorhin gesagt, wa? Na ja, klar. Gut. Wade ist gerade ein bisschen unterwegs, ansonsten holt er gleich Bier. Ah, perfekt. Gibt's auch noch Rallergänge im Norden? Hey! Hey! Mein Sohn, was können wir für dich tun? Seid ihr von Custom Motorcycles? Ja, das ist der Laden hier, ja, genau. Ja, der von Sanders meinte, ich kann hier meine Faccio tunen lassen. Scheiße, du bist aber gerade hier schon vorbeigefahren und das Ding hat die Geräusche gemacht, als würde es am absoluten Limit arbeiten, wird. Ja, man hat fliegen die Kontrolle. Ja, ich hab das hier gesucht, aber ich hab's nicht gefunden. Ihr saht nicht aus wie Mechaniker. Ja, das. Vielen Dank für das Kompliment, wa? Oh, ja, bitteschön, ja, ich... Mein Sohn, ich wie ist dein Name? Oh, ich bin Dennis. Dennis. Dennis, was willst du denn? Willst du die Karre da anfassen lassen, oder was? Ja, ich würde gerne eine schönere Farbe machen. Okay. Fahr die mal rein, Josh kümmert sich drum. Na klar. Ja. Genau das Richtige für jemanden, der Shopper mag. Danke. Dafür ist er hell, komm. Okay. Geh mal weg mit dem Faggio, sag ich dir. Kommt eine Menge Leute mit den Dingern rum, oder was? Ja, pass auf, bei uns letztens unten, ne, so vor 2 Wochen, ist es, glaube ich, irgendwie, sind die mit 6, 7 reingekommen, wollten die alle Hot Pink haben. 6 oder 7? Ja, Hot Pink Großbestellung für irgendein Unternehmen. Ja. Und danach kamen welche auf, die ich wirklich dachte, die machen jetzt hier eine Rollergang, sag ich dir ehrlich, ne, kommen die rein. Ich glaube, das gleiche wie da, das müsste die Frage Sport sein, wenn ich es richtig sehe. Kannst halt.
hast halt wenig Sekundärfarbe, setzt du so Akzente, ne? Haben die halt irgendwie solche Mischungen wie Pink und Grün, oh. Gelb und Blau genommen, weißt du? Da das. Ja, und dann noch die Mod, ja. Eine Mod habe ich auch letztens gemacht, aber ich glaube, das war nicht die. Ne. Kannst aber. Die Mod ist aber wirklich für einen Roller sehr gut, da kannst du so viel dran rumschrauben. Wait, wir haben dir, wie gesagt, okay. Wir haben dir so ein bisschen Spiegel an den Lachs gemacht. Du musst nur bei einer Sache sehr vorsichtig sein. Wenn die Sonne hinter dir ist, in einem bestimmten Winkel, ja, dann guck, dass sie nicht in deine Sicht gerichtet ist, ansonsten hinterlässt das bleibende Schäden. Oh, und sag mal. Das war schön, ey. Na, pass auf. Ich hab doch Sonnenbrille auf. Ja, aber das brennt sich ein, das brennt sich ein. Das geht durch deine Haut durch, das will er sagen. Einfach gucken, ja. Aber wenn du hier mal einen Anhänger, klar, wenn du hier mal einen Anhänger hinten dran hast, wenn du hier mal einen Anhänger hinten dran hast, dann ist das genau das Richtige. Bist ja auch so viel am Rumfahren, ne? Ja, klar. Wir geben dir am besten noch so einen kleinen, so einen Einlenker, so einen Eingelenker Anhänger, wo dann einfach hinten ein Kasten Bier reinpasst und so. Und dann kannst du auf jeden Fall sehen, wenn du rückwärts reinfährst. Ja, ja. Wait, kennst du die Szene von Wolverine, da mit der Atombombe? Wo der sich so hinter dem Gullideckel versteckt. Wolverine. Ja, pass auf, der Atombombe explodiert war, da versteckt er sich so unter dem Gullideckel. Und warum träumt dich denn unterm Gullideckel? Irgendwie Superhelden da, ne? Das Wichtigste ist halt, das, was halt noch exposed war, ne, das ist halt verbrannt, ne? Und dann siehst du halt damit dann auch so aus, weißt du? Da bist du überall so feurig, brennst, aber halt deine Augen sind normal. Sonnenbrille. Habe ich jetzt auch nicht verstanden, aber ich bin Wolverine, ist auch ein bisschen. Ist nicht mein Fan. Ich bin kein Wolverine-Fan. Ich finde. Ah. Ja, ich finde. Ja, gut, nee. Wen haben wir mal geguckt? Wir haben mal so einen Cowboy-Chef geguckt. Ah. Texas Ranger. Ah, genau, der Texas Ranger. Oh, immer wieder. Der hat da aufgeräumt. Ja, das war noch ein richtiger. Der hat noch richtig reingehalten. Ja. Kannst ja nicht sagen, wir. Ja. Also, wir müssen, ja komm, schnappe Wurz, ey, helf mal. Wann kommen die vom Paletti? Ja, die haben ich ruf nochmal an. Ich ruf nochmal an. Hast du schon mitbekommen, dass die Tanks nicht machen könnt? Den Tank? Bei den Bikes. Ach scheiße, das ist der Richter. Das hängt von dem Bike ab, oder nicht? Ja, aber größtenteils könnt ihr es nicht machen. Ja, das kann nur, wie war es hier, Tire Nuts, ne? Tire Nuts oder Benny's, glaube ich, ja. Ja, Jut, das scheint wohl irgendein Lieferproblem zu sein, ja, oder so, ja. Aber ist scheißegal. Wann kommt denn die Lieferung? Was war das denn? Wir warten da drauf. Das war ein Dreirad. Ja, das ist mehr was wie ein scheiß Dreirad. Ist auf dem Weg, sehr gut. Hört hier nicht zu. Was? Wo auf dem Weg? Wieder. Nee, warte, das ist ja noch ein anderes. Das habe ich gar nicht gesehen. Da sind zwei vorne, eins hinten, ne? Ja, kenn du anders. Mensch, das soll doch nicht zu mir, das soll hoch zu Kasse Motors. Alles klar. Oh, tschüssi. Wie, was bezahlen? Wir bezahlen doch hier. Wir bezahlen doch hier. Das verstehe ich jetzt nicht. Wie soll ich denn jetzt bezahlen? Wir können doch hier bezahlen, wenn die anliefern. Ja, also, machen wir so. Oh, alles klar. Ey. Oh, tschüss. Also, was? Ich komme in 15 Minuten. Okay. Ja, ich gehe noch mal. Ja, ich mache die Sachen noch. Klar. Alles klar. Scheiße. Eine Zigarette? Hä? Willst du eine Redwood Red? Ich hab schon. Ja, wir hatten letztens hier die Redwood Reddies, hatten wir doch hin. Ja, ja. Die sitzen noch hier hinten. Die hatten da ja, so eine riesige Lagerstätte. Genau. Von denen habe ich letztens mehrere Stangen in die Hand gedrückt bekommen. Meine Güte. Ja, die haben davon viel. Also die direkt am Lieferanten war. Genau. Direkt an der Ölquelle. Ich weiß aber gar nicht, also die werden wir wahrscheinlich nicht so häufig wiedersehen, weil die ganze Zeit nur bei der Chemiefabrik umhauen. Hauptsache, ich krieg nicht irgendwelchen dritten Arm oder so mit den ganzen Abgasen. Summer! Ich war gerade empathisch, ja. Oh Gott, was hast du denn jetzt? Wie lange hat denn dieses Gespräch gedauert? Naja. Ich habe dich vor einer Stunde weggeschickt. Vor einer Stunde! Naja. Oh Gott, was ist denn jetzt? Also, ich krieg jetzt bald wahrscheinlich diese Admin-Rechte für irgendwie diese Seite. Was ist denn bald? Die muss erstmal rausfinden, wie das geht. Was ist denn ein Admin? Naja, der Verwalter, der Chef quasi, ach so. Dann der Press von der Seite. Ja gut, ah, das verstehe ich. Ja, eben. Na, das ist so geil. Du bist quasi der Admin des Clubs. Der Press, genau, habe ich verstanden. Ja. Das macht Sinn. Wer bist du denn? Ja, JD. Der arbeitet unten bei Diablo Customs. DJ JD, was? JD. Einfach nur JD.
Okay. Warum? Ha, freut mich. Sieht man hier nicht an, aber tut sie wirklich. No. Ich nehme mich beim Wort. Dennis! Hast du die Farbe gefunden aus? Ja, rosa. Scheiße. Hey, Hotpink? Gott. Wie meine Brille. Wie deine Brille? Was machst du hier oben mit dem... Du kannst doch nicht mal, auf dem Highway aufschauen. Ich wohne im Norden. Ich wohne hier in Step City. Okay. Okay. Hier die Straße runter, hinter Sandy Shores, so ein kleiner Trailerpark. Ah. Jetzt bin ich bereit. Ja. Okay. Dann stell dich zu ihm. Musst du mir eine Sonnenbrille aufziehen? Sonnenbrille, warum? Weil du so leuchtest, Mann. Naja, das Problem ist, wenn ich die Brille nicht aufhab, sehe ich alles schwarz-weiß, Mann. Ich verstehe das Problem nicht. Und jetzt siehst du nicht alles schwarz-weiß? Ja, da ist es eine medizinische Brille. Das ist für Farbenblinde. Genau. Deswegen trage ich immer so Farben. Weißt du noch, wo wir den Werbespot gesehen haben, Travis im Knast? Wo der dann geweint hat, dieser Typ? Die haben immer die Brille aufgesetzt, haben die immer geweint. Ja, scheiße, stimmt, Mann. Die waren super glücklich, oder die zum ersten Mal gehört haben. Oder was? Ja. Wow. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden sehe. Wie alt bist du? 12? Wow. Nein. Ich bin 22. Naja, gute Besserung. Ja, ich bin fast gestorben letztens. Das war krass, sag ich. Was machst du da? Oh, was? Gefahrstoff. Gefahrstoff. Und weg. Hast du gefragt? Was du machst? Ich bin... Oh Gott. Scheiße. Oh Gott. Das ist ekelhaft. Also wirklich, Mann, die hier gehaust haben, Mann. Oettinger und Hasselröder. Oettinger und Hasselröder war sogar hier. Wir haben es gerade erledigt. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ich muss runter, ich muss kotzen. Kotz nicht in den Laden rein, habe ich gesagt. Wir wissen, kotz rausreden. Wir werden es wieder finden, Mann. Also nicht auf mein Bike, bitte. Mein Gott. So. Also. Also was ich mache. Ja. Da bin ich sehr gefreut. Oh. Ja, mich auch. Komm, wir machen hier die weiter. Ich fahr jetzt mal gerade runter, die scheint da zu sein, ne? Naja, dann zieh ab. Puck. Eigentlich chill ich nur, kiffe und mach ein bisschen Graffiti. Okay, danke. Graffiti? Ja. Brauchst du auch Hip-Hop-Zigaretten dann, oder was? Naja, klar. Ich weiß nicht, wo ich das Zeug herbekomme. Ich bin noch nicht super lang da. Aber ich baue mir wahrscheinlich selbst was an. Demnächst. Cool. Ich habe gehört, das ist legal. Okay. Ja, von klar. Wem hast du das gehört? Von deinen Kifferfreunden oder was? Ja. Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, würde ich mir jetzt vielleicht nicht drauf verlassen. Aber mach ruhig. Ja, ist ein Menschenrecht. Ist ja von der Natur gegeben. Verstanden. Habt ihr was hier eigentlich so? Weed? Nein. Oh. Ich hab auch keine Junkies. Ja, wollte ich nicht unterstellen, das ist ja... Ich brauche das im Channel für meine Kunst, verstehst du? Ja, das ist wieder wie die Brille, medizinischer. Er kann nein, nein, Sonnenblumenkern, wenn du willst. Ja, aber Sonnenblumenkerne? Ja. Weißt du, sind die nicht so zum... Ja, ich hab keine Ahnung, wie lange ich die schon in der Tasche habe, aber ich kann dir die geben. Nee. Okay. Also, ich bräuchte jetzt keine Sonnenblumenkerne, ich habe jetzt keinen Hunger, Mann. Na gut, da verpasst du was. Okay. Hm. Irgendwie, was macht ihr so? Außer, also ihr habt hier den Laden oder was? Trinken. Viel Trinken. Ja, das ist und wir machen halt die Bikes hier, ja. Und jetzt machen wir noch eine Bar auf, ja. Oh, eine Bar? Ja. Gibt's, also krass, ja. Ja, die wird endlich in Benutzung genommen. Kapelle, seid ihr so religiös oder was? So, ja, ich bin Pfarrer Chase. Ist das so ein Kink oder ist das so ein Ding oder was? Das ist sowas mit Gott, ja. Gott. Also bist du quasi Gott, oder was? Nein. Ich bin ein durch den Erlöser auf die Erde gesandten Vertreter. Also hast du im Knast nur die Bibel zum Lesen gehabt, oder was? Na, so gut kann ich nicht lesen, aber ich habe immer diese Show geguckt. Und da war dieser Prediger. Bibel-TV, das kenne ich. Nein, das war irgendwas, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Aber auf jeden Fall war da so ein Prediger und der hat immer gesagt, hey. Ach. Und dann hat er ein paar gute Sachen gesagt und ich dachte, das kann ich auch. Ich würde immer einen Bonkopf. Ich würde immer einen Bonkopf und gucke dann Bernd das Brot auf Dauerschleife. Scheiße. Okay. Das klingt aber auch nach einer spirituellen Erfahrung. Ja, tatsächlich. Das klingt hart. Scheiße. Ja, das ist immer komplett drüber. Ja, wie gesagt, ich bin hier in den Norden gezogen heute. Ja. Yeah. Um runterkommen, ich war in der Stadt und da bin ich fast gestorben. Warum? Glückwunsch. Ja, Gangs und so. Was hast du denn mit irgendeiner Gang zu tun?
Reden wir von den Asphaltkobras? Was sind Asphaltkobras? Das ist eine der berüchtigsten Gangs, die ich kenne. Eine Bande. Wird? Eine Bande. Ach, stimmt, Leute. Das ist eine Bande. Ja, nee, es war eher so ein Ding, Snitches get Stitches, deswegen habe ich ja meine Narbe am Hals. Bist du eine Snitch? Oh. Naja, die haben es vermutet, das hat schon gereicht. Wer ist denn die? Die Gang. Da war eine Gang, da war eine andere Gang und die hatten Stress oder so, das war voll krass. Yo, fett. Oha. Wait! Wait! Stell dir vor, da drin macht man eine Hotbox. Wait. Guten Abend. Ihr habt den Pilzen auch dabei, oder was? Wir haben ein paar Bierchen da zusammengestellt. Ah ja, alles klar. Ich muss mal kurz den zuständigen Schlepper finden hier. Ja. Scheiße, wo ist Wade? Wo ist denn Wade? Ihr habt hier bestimmt noch was. Ja, ja. Wir haben 4 Paletten Bier und ein paar Bratwürste für euch. Ja, großartig. Habt ihr Lager und Stronzo, oder? Das haben wir nicht. Wir haben Lager, wir haben normales Bier, wir haben Starkbier und Guinnessbier. Okay, alles klar, gut. Oh. Naja. Hat der so eine Art Lieferservice? Gut. Nee, wir sind Paletten Partner. Liefert ihr auch Weed? Nee, verdammte Scheiße, hör die Leute auf, von meinem Laden nach Gras zu fragen. Verdammte Scheiße. Komm mal kurz mit rein, ich geb dir meine Experience. Ja, tut mir leid. Travis, hey, geh mal in die Bar. Ich schick. Wait! Ja, Pink! Hier, das Bier ist da, trag Pinky, das mal rein. Komm mal kurz mit. Ja, klar! Oh, ja. Mensch, grüßt euch! Oh, ja. Ich bin Wade! Oh. So. Habt ihr ordentlich was dabei? Ja. Und das gerade. Also Bratwürste müsst ihr nicht sein, die gehen auf Palladium Partner. Ah oh ja. Pack alles hinten in die Bar rein, ne, Wade? Alles in die Bar. Schön. Ja. Ich hab da. Ja. Mensch, das hier hinten im LKW ist aber auch. Die Fiona hat gefragt, ob du sauer bist. Wer? Na, diese Fiona. Ich mach mal auf, ach, von den Gefallenen. Mach mal auf, mein Wade. Keiner wird. Schlag wieso? Den Karton nicht aus der Hand. Keine Ahnung. Sie dachte, du wärst sauer. Also ich will nicht dazu nehmen, das passt besser zu mir. Der versteht nur nicht, wie man mir was gegen die Wand fallen kann, so auf diese Art und Weise. Du gibst mir das. Was? Mensch, jetzt habe ich es überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich habe auch nicht gesagt, du bist nicht sauer. Cool. Über deinen Namen? Naja, gut, ich würde sagen, ich bin nur ein bisschen sauer. Das reimt sich auf Travis. Ja, aber du bist jetzt nicht explizit sauer. Auch Wortakrobatik. Nö, ich bin nur enttäuscht, wie ein Vater enttäuscht werde. Hey, kannst du einen guten Reim auf Plusquamperfekt? Was? Auf Plusquamperfekt? Ja, geh ich aus dem Kreuzworträtsel. Oh, hab ich viele gemacht im Knast. Den ganzen Tag hat er daran rumgearbeitet. Ich sag's jetzt nicht im Plusquamperfekt, aber ich bring dich um die Ecke jetzt. Dennis, ich schwöre, ich prügel dich aus dem Laden, wenn du sowas nochmal machst. Dich nicht vor dem Laden? Nee. Das ist hier alles mein Laden. Auch hier vorne ist noch mein Laden. Zur Not prügel ich dich da erstmal rein, dass er dich rausprügeln kann. Oh, fuck. Gut. Das ist ziemlich furchteinflößend. Warum? Ich bin nett. Okay, du bist. Du hast sie noch nie wütend gesehen. Sie ist gerade sehr nett. Haben die eure Tattoos her? Also, wo ist denn hier ein schöner Tätowierer? Die Straße runter. Straße runter? Zu, wie heißt der? Popcorn. Popcorn, ja, genau. Ja. In Sandy Shaw. Sandy Shaw. Popcorn und du. Die kommen aber in 10 Minuten vorbei. Dann kannst du die anquatschen. Die oh, ihre Bikes. Cool. Ja. Ihr seid hier, wie heißen die? Angels? Was willst du wissen? Of Death. Oh, ist ein sehr melodramatischer Name. Ist ja auch ein sehr melodramatisches Leben, oder mein Sohn? Ich die Rechnung. Klar, Daddy. Da kann ich jetzt auch nichts mehr sagen, ehrlich gesagt. Ja, tut mir leid, soll ich das nicht machen? Das auch nicht. Ich war verwirrt wegen diesem Sohn-Ding. Hab mir die Wäsche hingelegt. Aber brauchst du eine Nackenmassage? Ach da, nein. Alles gut. Habe ich, aus ja, dem, hab ich so den Rücken? Hab ich immer, ja. Ich ja, okay. Mal. Ja. Ich hab ihn ja da gelagert. Was ist das? Und wohnt ihr hier auch in Sandy? Achso, in der Werkstatt oder was? Das ist unser Zuhause. Ja. Cool. Liebt das Motoröl und so wahrscheinlich, ja? Naja, ich schlafe jetzt nicht unter dem Motorrad. Ah, ja, verstehe ich schon. Ja, das kennt ihr. Ich hab noch mal eine andere Frage. Und zwar, ich bin ja begnadeter Künstler und sowas. Ja. Gibt es die Möglichkeit, hier mal sich so Spraydosen auszuleihen, damit ich so Autos oder Bikes oder Mopeds ansprühen kann?
Also erstmal sprühst du keine von unseren Bikes an? Nein, nicht von euren. Ich meine so Kunst machen ein bisschen. Mit alten Autos. Ja klar, wir haben immer mal ein paar Dosen. Siehst jetzt nicht aus, als irgendwie Geld. Ach, naja, nicht wirklich. Okay. Wir haben immer ein paar Dosen, die wir nicht ganz leer machen. Die können wir dir geben. Ach, cool, ja. Ich habe überlegt, vielleicht mache ich da ein Business draus. Die Leute können zu mir kommen und ich mache deren Auto. Schön auf meine Art. Oh Gott. Ah ja. Okay. Machst du auch so LED-Streifen dran? Es ist doch nicht kein LED-Streifen. Ich rauche eine Bong, Mann, und dann, ich die Kunst, Mann, und dann, Und dann mache ich das Auto hübsch. Ich verstehe. Mit Farbe und so. Danke, dass du schnell ging. Was ist ein Costa Quanta eigentlich? Ich hab schon bezahlt. 2,5 haben wir gemacht. Ach so. Genau, ein Bratwurst geht aufs Haus. Genau. Ja, alles klar. Ah, jo, danke, dass du schnell ging, ne? Jo, danke euch. Sag mal, hast du schon Zugriff auf die Scheiße? Sowas in der Art? Nee. Ah ja, das, also Farbe. Ja, ansonsten. Erst noch die anderen fragen, wie das funktioniert. Ach, verdammte Scheiße. Ja, Hauptsache schön farbig. Ja, tut mir leid. Gott, Mann, hier ist alles voll, Mann. Was habt ihr denn wieder gemacht hier? Der Kühlschrank hat keinen Platz mehr. Oh, verdammt nochmal. Zu viel Bier im Kühlschrank. Okay. Also es gibt kein zu viel Bier, aber... Okay. Wir stellen es einfach draußen hin. Ist der so voll? tu mir mal einen Gefallen. Nehmt mal das Restliche und packt das mal in die Garage. Kommt mal mit in dem restlichen Zeug. Ich habe noch ein bisschen... Wir können das hinten in die Garage packen. Da ist es zumindest einigermaßen kühl. Nimm den Karton, Mensch. Ja. Sonst lauf mal fünffach. Wow. So, hier. Kannst du noch mal reinpacken, ne? Alles klar. GG, sowas in der Art. Immer das Gleiche. Habt doch mal zwei Buchstaben. Ne? Mein Name habe ich mir nicht auch gesucht, ne? Das hat meine Mutter gemacht. Ich nehme da schlechte Vibes wahr von dir. Deine Mutter hat dich JD genannt? Nein, das sind... Du nimmst was wahr? Abgekürzt, wahr? Du nimmst Emotionen wahr? Ja. Von? Travis. Von Travis? Ja, negative. Hä, warum? Weiß nicht, habe ich dich gekränkt, Travis? Nein, warum? Was hast du ihm denn gesagt? Dass ich seine Erlaubnis nicht brauche. Ach so, nö. Warum? Für was? Ach, scheißegal. Hab ich auch nicht verstanden. Was wolltest du denn jetzt? Dass ich da was schreibe oder was in diesem Internet? Naja, wir sortieren hier gerade noch ein bisschen um und dann machen wir die Bar hier oben auf. Ah, ja, dann schreibe ich das halt von meiner Seite eben, ist doch egal. Naja, dann schreib mal, dass die Bar beim Motorcycle Customs offen ist. Habt ihr hier und ich schließe die Tür und auf. Was haben wir? Sprung. Scheiße, wir haben tatsächlich Sprung, tatsächlich, von den Vorbesitzern. Die haben eine Menge Wasser und Sprung zurückgelassen. Mhm. Ja, Sprung mit Wodka ist super. So. Wait! So, pass auf, Jungs, ihr schmeißt heute die Bar, ja? Ja, ja. Das gilt auch für dich, Doc, ja? Klar. Das heißt, wenn Wade irgendwas braucht, dann gibst du ihm das oder beziehungsweise legst du ein bisschen Hand an, ja? Ich bin Mann, ich helfe. Kein Problem. Alles klar, wir machen den Scheiß jetzt hier auf. Keine Ahnung, ob er kommt oder nicht, aber wir wollen hier so ein bisschen was machen zumindest. Alles klar, Mamado. Alles klar, gut. Die Tür, habt ihr die Tür da vorne, kennt ihr, ne? Das ist da vorne ist der Eingang, aber die werden wahrscheinlich durch beide Seiten kommen. Alles klar, und jetzt habe ich eine Frage. Ja. Soll ich die verprügeln, die hier Schimpfwörter sagen? Wait, nee. Aber sag ihnen einfach, wenn die in meiner Nähe Schimpfwörter sagen, dann müssen sie mir $5 geben, weil das hier verboten ist in der Kapelle. Alles klar, werde ich so machen. Alles klar. Gut. Wow, los, komm schon, Doc. So, der Laden ist offen. Ich würde sagen, wir verschieben uns in die Kapelle, wa? Na ja. Brauche ich da ein Bild für? Warte mal. Also, was passiert denn jetzt? Da wollte ich die Terrasse bloß mal angucken. Achso, ja. Komm mal, macht ein Bild. Ah ja, gut, die können ein Bild machen, ja, klar. Ja. Oh, schön. Oh. Ja, jo, na, jetzt fix, ha? Ja, mit der Bestellung? Naja, es ging super flott, ja. Und wenn wir dann, wenn wir hier jetzt ein bisschen durch sind und mal gucken, wer kommt, so ein bisschen ausprobieren. Naja. Dann fahren wir nachher noch eine Runde. Naja, klar. Ja. Aber war da heute schon irgendwas los hier, oder? War schon immer mal ein paar Leute rumgekommen. Naja, mal schauen. Das muss ich halt erstmal, ich gehe davon aus, das wird sich halt erstmal alles ein bisschen einspielen, wa? Die Leute müssen erstmal wieder sehen und so. Es hat sich auf jeden Fall ein bisschen rumgesprochen. Oh, denke ich. Ah. Wenn der Typ hier gerade mit seinem pinken Bike, der Dennis, gerade auch schon hergeschickt wurde von irgendwem, muss der in der Stadt auch angekommen sein. Ah ja, klar. Ah.
Wow, so ein Dach ist immer praktisch. Habe ich von den Gangstern gelernt. Wieso? Wieso ist das für die praktisch? High Ground. Mal so wie Obi-Wan? Ja, Obi-Wan-Style, Mann. Verdammt nochmal. Keine Ahnung, was man... Das kommt so irgendwelche Wissenssachen aus der Stadt wahrscheinlich. Ja, deswegen bin ich da weg, Mann. Im Norden ist... Gehört, hier geht's... ist es besser, Mann. Weißt du? Ich kann nicht mehr entspannen. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen Stress. Ja. Gut. Ja, gut, ja. Na, dann gehen wir rein. Das ist der beschissene Aufgabe hier. Das weiß ich auch nicht. Warum fällt denn irgendwelche Löcher rein? Wirtschaft! Das würde ich auch gern wissen. Scheiße, Mann, was machen die da draußen? Spielen die wieder an irgendwelchen Dingern rum, oder? Ja. Sexy. Fährst man bei Wade nie? Naja, klar. Ja, aber, also ich will jetzt hier nicht, ne, rausgeprügelt werden, aber wenn ich mal was anbaue, seid ihr daran interessiert oder seid ihr eher so die Biertrinker-Fraktion? Verkauf deinen Scheiß hier nicht, ansonsten gibt's aufs Maul. Das ist absolut klar, das ist halt so ein Turf-Ding, ich verstehe schon. Was? Ja, so ein Turf-Ding, das hier ist dein Turf. Wer ist denn Turf? Ich kenne nur Tofu. Scheiße. Bist du auch Veganer? Nein, aber das kenne ich von Leuten zumindest. Und dann den Turf heißt sozusagen, dass dein Gebiet, Mann, deine Hut und dir, wenn hier jemand anders vertickt, dann stirbt er dafür. Ach so. Ja gut, ja, sterben jetzt nicht unbedingt. Gang, muss ja nicht gleich sterben. Mann. Warum müssen die Leute denn direkt immer sterben? Was ist denn mit denen? Muss man alles sie doch sterben? Ja, das ist das Problem, Mann. Hä? Das ich bin ziemlich nicht. Oft gestorben. Vater, ich brauche deine Hilfe. Jackie, was gibt's? Pass auf, kannst du mir, musste jemand kurz vom Knast abholen, war, und, kannst du mir auf die, wo ist denn hier hinten noch einen Sitz schnell raufschrauben? Ja klar, wo ist denn die? Ich fahr dir mal kurz in die Werkstatt. Naja, mach mal. Auf mach schnell Seite, alles hier. Ja, ja! Wenn du noch irgendwie Leute hast, da, ruf ruhig an, die Bar ist offen. Alles klar. Naja, klar. So. Ja, Barkeeper. Oh. Also für aus! Ich hätte gerne einen Slushy-Wodka. Wir haben tatsächlich Slushy da, oder? Ja, was meinte diese, wie die Dame vorhin meinte, dass sie, wie hieß die Summer? Ich muss mal kurz einen Sitz aufschrauben. Und dann bin ich da. Du willst immer nicht, mach den doppelten, ja. Mach du ihn mal einen doppelten. Freut mich aber tatsächlich, dass sie die Bar aufmacht. Na ja, klar. Wir haben gestern schon gemerkt, dass hier gar nichts ist. Ja, ich war ja vorher bei, also ich habe ja jetzt hänge ja auch schon ein paar Tage hier rum. Ja gut, bevor du da warst, dementsprechend war. Da bin ich auch reingekommen und habe gesehen, dass Handy. Ja, leg jetzt auf, bitte. Ich kann gerade nicht auflegen, ja, mein Handy spinnt. Eine Sekunde, ich bitte. So. So. Das ist vollbracht. Ja, ich muss hier kurz nur noch einen Dings-Sattel draufschreiben, ja. Gut, auf jeden Fall, ja, ich war da jetzt auch letztens da bei euch da im Raum, als noch bei der alten Führung, und ich habe ja auch gesagt, das Ding ist halt, das eignet sich halt komplett dafür, so, weißt du, so Nachbarschaft hier meinst du dann, also halt den Norden, weißt du? Und das haben die aber leider nicht gemacht, deswegen finde ich gut. So, das soll die gehen, wa? Gut. Sag mir, wenn du wieder da bist, dann nehme ich den wieder ab. Ja, perfekt. Bis gleich. Kurz vor der Brücke, da ist so ein kleiner Weg und da ist so ein Trailerpark. Ah. Da wohne ich. In dem Trailerpark. Okay. So, machen wir hier nach. Perfekt. Bin aus New York hergekommen heute. New York City. Perfekt, Mann. So. Ja, genau, da musste ich weg, weil ich fast gestorben bin. Das war ganz wild. Rosa, einen Slushy, Mann. Mit ja, Mann. Bitte. Danke. Okay, Mann, ihr Bierchen oder was? Nee, gib mir mal ein Logger. Das mache ich locker weg. Klar, alles klar. Nur deswegen habe ich das geholt, damit ich das sagen kann. Locker. Glaub ich dir sofort. Ja, Mann. Jo. Travis. Oh, super. Preistechnisch mach mal so 5, zwischen 5 und 10 pro Getränk warm. Irgendwie sowas, wenn du den Leuten alles das abnimmst. Ja, so. Mach wie du fühlst. Oh, wie das kribbelt. Mach wie du fühlst. Alles klar, für den Flasche kriegen wir $100. $100? Ja, Mann, ja, so wird es. Oh, gut. Ja? Was das Flasche? Ah, sehr gut. Josh, hast du erledigt jetzt den Scheiß? Ist erledigt. Ich bin jetzt wieder frei. Ist auch richtig gutes Timing gewesen, weil die kam mir jetzt mit so einem NDA, weißt du? Wie NDA? Ja, ich hab sie gefragt, was sie mit einem NDA bei einer Werkstatt will.
Was ist denn das? Was bedeutet das? Ja, hier so eine Non-Disclosure Agreement. Die will dann, also die, ne? Was in der Gedöns bleibt, danke dir. Was in der Gedöns bleibt, bleibt in der Werkstatt, ne? Hä? Was ja, ist das für Geheimnisse hast du denn da? Ich habe keine Geheimnisse da. Ich weiß es nicht, aber die ist halt Anwältin und ich glaube, die findet das. Wie die ist? Ich dachte, die leitet den Laden. Ja, die ist ja, Anwältin? Ja, ja, ja. Die fährt eine rosa Manches, ist Anwältin und leitet ein Motorradgeschäft. Ja. Hast du noch eine Frage jetzt oder was? Naja, komm mal mit, ich zeig dir erstmal, wo du deine Stempel gerade durchziehst. Ja. Gut. Ich hab nur Rolle wasch. Die Leute sind hier alle ein bisschen wild. Das verstehe ich jetzt nicht. Komplett bescheuert, aber manche mögen sowas. Bockwurst am Grill? Bockwurst am Grill? Wir haben oben einen Grill, da kannst du grillen, wenn du Wurst. Ja. So. Hier. Einfach die Lochkarte und dann bist du drin. Und dann sehe ich halt. Ist das hier Leitstelle? Ja, nein. Scheiße, wenn du noch einmal Leitstelle sagst, breche ich dir den Schüssel in den Kiefer. Okay. Was geht, Josh? Kannst du auch schon machen. Also, weißt du, hier, Josh, mach mal ab jetzt. Ich habe einen extra Sitz drauf gemacht. Leg den mal wieder zu den anderen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe noch nie richtig gearbeitet. Das merkt man gar nicht. Moin, moin, was kann ich für dich tun? Howdy, ich habe gelesen, hier gibt's Bier. Na ja, klar, vorne an die Theke ran und schmecken lassen, wa? Daube. Digga, Leitstelle. Leitstelle. Hallo, ich bin beim Motorradclub. Wir haben gerade die Leitstelle besetzt. Ich raste vollkommen aus. Ich raste vollkommen aus. Oh Gott. Wenn ich ihn nicht angucke, ich will mir die Bahn gucken. Du bist mir so auf den Sack, ne? Halt, JD, du kriegst noch eine Schießkopfnuss, Junge. Habe ich vorher schon einen Tiger vom Lost? Naja. Ein alter Arbeitskollege. Naja, mache. Ich stelle mal die Powerwissen vor, wa? Mach mal. Die hast du schon bezahlt? Ich kann das so annehmen. Ich kann ein Bierchen nehmen. Ich weiß ja nicht, was ihr gemacht habt. Ach, ich habe nur den Sattel ausgetauscht, das wird nicht bezahlt. So, Tico, jetzt komm rein, ich zeig dir die Bar vom Miet. Ja, zeig mal jetzt. Du hast ja hier keine Rundfuhr. So. Wo ist er? Oh, schön. Ja, sowas hatte ich auch gedacht. Also. Willst du was zum Saufen haben? Ich hab doch noch, ich hab doch noch. Oh, ran ja an der Bar. Steht ja nicht so im Raum. Ich hab doch keinen Druck. Ich hätte gerne Sprung. Ich ins Pillbox. Raus! Wir haben noch eine Menge Wasser. Ja, scheiße, was willst du trinken? Warte. Ich hätte gerne Sprung mit Wodka. Assi, kannst du noch mal so einen Slushy? Kannst du noch mal so einen guten Slushy machen? Ja klar, das kriegen wir hin. Bill, da sind keine Slushies mehr da, dann wenn ich heute Nacht noch einen Slushy-Durst hab. Alles klar, wir geben du gehst ja nochmal die Treppe hoch und sollst die Slushies weg, oder was? Wir brauchen mehr Slushies anscheinend. Ich stehe auf Slushies. Hätte ich nie gedacht. Scheiße, wer steht denn nicht auf Slushies, Mann? Die sind kalt und die machen Auermehren. Scheiße, das Kribbeln. Damit du endlich mal was fühlst, oder was? Ja. Na ja, gut. Kribbeln sind das schönste Gefühl, die es gibt, sage ich euch. Das ist komplett wild. Sehr gut. Für den Tequila kriege ich... Hab ich schon gesagt, Dollar. Das steht jetzt im Internet übrigens. Ah ja, ich habe gesehen, du hast auch ein Bild gemacht. Klar. Sehr gut, sehr gut. Mit ein bisschen weniger Farbe. Danke. Bin der was? Wenig Farbe? Ja. $5 fürs Bier. Na gut, wie du machst, wa? Das weiß ich. Du kannst ja grundsätzlich alles verwalten. Ich habe ja keine Ahnung von der Scheiße, weißt du? Was meinst du, ein Head? Oh, Saalrunde! Oha. Was? Sehr gut. Wir sollten so eine Glocke hier anbringen. Saalrunde? Ja, die Lady meinte sie. Hat jemand eine Klingel? Saalrunde. Ne? Ich will wissen, wer die Lady ist. Frag sie doch einfach. Hallo? Wer bist du? Taxi ist da. Hat jemand ein Taxi bestellt? Ja, hey. Einen Moment. Warte, bin gleich da fürs Taxi. Oh, du bist so ein Arschloch, ne? Tico, du bist... Oh, Schlägerei gibt's. Oh, gut ausgewichen. Hat doch nicht geschafft, hat doch nicht geschafft. Oh, es war schon vorbei. Ging es jetzt darum, wer bezahlt, oder was? Was wenigstens spannend. Nein, bin nicht sicher, aber... Ja, hoffe ich doch. Ja, Didi, schaffst du schon, ne? Verkraftest du schon, adios. Hast du tätowiert ihr hier auch? Ja, ja. Wollen wir. Noch läuft das nicht. Ach so, ja, weil da ist so ein Tattoo-Schild, Mann. Ich dachte... Jo, kleinen Moment noch. Ah, Keule, hat ein Bier. Ja. Macht aber $5 am Schluck. Hast du dein Tequila bezahlt?
du dir sicher? Ja, 50 hat er von mir bekommen. Okay, okay. Hoffe für dich, du lügst mich nicht an, Mann. Ach, Jedi. Ich will aus seiner Fresse rausprügeln. Bis dann. Kämpfen kannst du noch nie. Scheiße, ihr seid brutal. Ja. Gut, wo wollen wir hin? Positiv gemeint. Jawohl. Also fährt da gerade ein Biker in einem Taxi? Naja, der wurde irgendwie abgeholt und jetzt muss der halt weg, ja. Oh. Solange es kein Sultan ist. Leg ihn auf die Seite, dass er sich nicht in den Nacken kotzt. Ja, manchmal. Und dann versuche ich mit dem wohlwollenden Geruch eines Pilzen was wachzukriegen. JD. Da. Auf den JD, den muss man mit anderen Sachen locken. Gerade gucken. So, trotzdem dein klassischer Auto. So ein Patriot-Bier. Wie komm, hier, Bier, Patriot, schön. Aufwachen. Er scheint keine Lust zu haben. Oh ja. Mach dir nicht an das Bier. Naja, das sieht schon. Der kommt schon. Der nimmt sein kaltes Bier im Nacken, der wird das schon. Ja, ja. Ja, deswegen brauchen wir jetzt hier nicht das Baker, der kommt schon wieder zu sich. Wo ist das? Sie hier oben sind, ist ja eh wach. War Mädchen schläge eh. Ja, das Baker hat jetzt hier Gesamt-MD übernommen. Ja, habe ich schon gehört. Der nackte Günther war hier und hat die Rest. Der nackte Günther war hier und hat mir ein paar Sachen verkauft aus dem Pillbox. Ah, schön. Ja, ein bisschen was, weiß ich nicht. Die haben da wahrscheinlich. Die haben Schluss gemacht und haben die alles an Inventar mitgenommen. Da gehe ich von aus. Na? Und jetzt ist ja, der, weiß ich nicht. Der ist jetzt irgendwie Unternehmer oder so, der nackte Günni. Ich hoffe, der macht Haarpflegeprodukte. Der hat kein einziges Haar am Körper. Ja, hat er erzählt, ja. Der Bart war angeklebt, hat er gesagt. Naja, mal gucken, irgendwann nehme ich den ab. Hi, guys. Der sieht dann bestimmt aus wie so ein. Wie so ein Nacktmull. Ja, genau, so ein Nacktmull, bloß in straff. Ja. Oh. Ich brauche mal ein neues Bissen noch. In Ordnung, die Mond badet, Wade. So. Krieg ich noch einen Logger? Ach, oh, oh, guck mal hier, das ist noch eine eingestopfte Flasche. Logger noch fertig machen für den Faller. Jojo. Hier, Mann, guck mal, ist was das was, Faller? Was du möchtest? Das ist eine eingestopfte Flasche. Ich bin's, Vater Chase, hallo. So, Vater Chase, Logger, ja. Ah. Howdy, howdy, ja. Vater. Ja, wie ja. Chase oder Vater Chase. Ich muss aufhören, wenn ich Daddy sag, oder ja. Ja, besser nicht. Ja, habe ich schon versucht, das kommt nicht gut. Ja, aber. Ja, renn mit dir. Oh, der ist noch was. Ja, ein Bier oder was? Ah, da ist auch der nackte Günni. Kaum redet man von ihm, taucht er vor einem blitzeblanke auf, wa? Naja. Das gibt's ja auch nicht. Schmeißt dir Rillen da drinnen, sind die Leute sind drinnen. War es besetzt, war, holst du dir was zu saufen. Oh, Entschuldigung. Scheiße, ey. Kannst du dich nicht erstmal hinsetzen und was trinken? Also, kannst du dich erstmal Alter sagen? Das ist ja, was ist hier los? Mahlzeit. So, haben wir die positive Eindruck. Erster Tag hier, gleich Schlägerei. Naja, ja, man muss was essen, ne? Ja, kannst du reingehen, kannst du was trinken, wa? Ja, wie ich gelesen. Hier gibt's Bier, da muss ich nicht mal hochfahren nach Paledo, perfekt. Naja, klar, hier rein, wa? Schönen Abend noch. Jo. Ja. Was ist denn, warum ist der nackte Günther jetzt gerade ausgerastet? Wieso nicht so genau? Das hast du uns irgendwann nicht erzählt. Nein, dann geh doch rein. Doch, hast du uns wieder was verheimlicht, oder was? Hä? Hey. Warum hat er dir gleich Innere gezogen? Ich hab keine Ahnung, ich hab den Typen hier gestern das erste Mal gesehen. Ja, ich hab den gestern noch das erste Mal gesehen. Naja, aber trotzdem kennen die da. Na ja, klar. Wie friedlich er da am Bordstein schläft, ja. Ja. Was wie gemeint? Erinnert mich ein bisschen an Bordstein Bill aus dem Knast. Ach du Scheiße, der Bill. Mit dem halben Kopf. Irre. Halber Kopf. Ja, Scheiße, ich hab schon viele Dellen gesehen, aber das war wirklich. Das war wirklich eine Delle. Und der hat nur mal erzählt, das war irgendwie eine Auseinandersetzung auf so einem Bordstein gekracht. Bordstein. Ja, ja. Ich hab mal versucht, meine Cornflakes daraus zu essen, aber er wollte nicht. Nee. Das war komisch. Das war so komisch. Wir haben, immer wenn er in der Kantine war, haben wir immer versucht, da so kleine Papierkügeln reinzuwerfen. Der Rekord liegt bei 24, bis er es gemerkt hat. Gott. Komplett verrückt gewesen. Ja, wirklich irrer Typ. Konnte aber auch nicht so gut reden. Hat er gesagt, woher das kommt? Nee, das war einfach eine Schlägerei. Der hat gesagt, weiß ich nicht, der hat gesagt, das war irgendwie so ein bisschen dies, das. Mhm. Und dann hat er was abgekriegt. Gut, dass er es geschafft hat. Netter Kollege, aber auch echt. Ja, netter Kerl. Netter Kerl, muss ich sagen. Wer zu verstehen, aber nicht. Naja. Da hat so eine halbseitige Lähmung damit gekriegt, so, weißt du? Okay. Aber mach keine Vorwürfe.
Er hat gesagt, ja, du hättest mal den anderen sehen sollen. Ja. Er hat das nur immer anders gesehen. Du hättest mal den anderen sehen sollen. Oh, aber war gut. Ja, die darüber geredet, warum am Klass das, aber man kann sich konnte sich ja, guten denken. Morgen. Oh. Grüß dich, Jenny. Wir haben dir da einen Pilz eingestellt, ein Auchwachbier. Kann ich sein, ne? Typisch Digo. Da hält er aus dem Hinterhalt an. Also sind sie die verlorenen Brüder. Immer Messer im Rücken, wa? Weißt du, kann halt nicht damit leben, dass er am Verlieren wird zwischen uns beiden, wa? Alter, muss ich ihn anrufen, warte. Der hier rumhüpft, oder was? Nee, weißt du, Ick und Tico, wir prügeln uns immer wieder. War jetzt 3-2 Führung, jetzt ist 3-3. Jetzt muss ich ihm sagen, dass er nicht zunächst mal sehen ja, dann wird, ist ja nicht so schlimm. Sekunde. Wo ist er? Naja, so ein kleiner Wettbewerber. Also. Naja, klar. Richtig, ja. Ah, Tico, mein Lieblings, in den Rücken stechender Mexikaner. Sag mal, was soll das, ne? Ich dreh mich um und dann gibst du mir einen aus dem Maul. Hättest du nicht ein bisschen warten können, so auf ehrlich, weißt du? Ja, nee, da typisch du, ne? Also ich sag's dir ehrlich. Nächstes Mal, ne? Ich komm wieder mit Hammer, mein Auto, sag ich dir ehrlich, wa? Ja, da wirst du sehen. Ja, sehr gut. Ja, weil weißt du, hier gerade kommst du hey, hier in die Runde und da rufst du mich raus, ne? Willst du mal über Vivis Bike gucken? Da leuchtet die Leuchte, sie hat was drüber geklebt, aber ja, es leuchtet immer noch durch. Oh, stell dich ruhig dazu, oder? Ja, nächstes Mal, du schuldest mir, ne? Ja, du schuldest mir mindestens 2-3 Bierchen, wa? Ich muss kurz raus, bevor ich wieder Bloody sage und 5 Euro bezahlen. Naja, das ist die Kapelle, da wird nicht geflucht. Ja, richtig, es fällt mir als Ian aber schwer. Ein bisschen rausgehen, ein bisschen abdunkeln, gut. Ja, richtig, so. Dieser Tattoo-Laden war die Straße runter, wir können aber auch drinnen rauchen. Von Rauchverbot ist da noch nicht die Sache. Ja, aber ich musste einen Bloody loslassen, damit ich mich wieder wohlfühle. Achso, alles klar. Na gut, das verstehe ich. Ja. Was ist denn das? Was ist dieser Tattoo-Laden war die Straße runter, oder? Genau, die Straße, pass auf, die Straße runter aus Sandy Shaw. Hier, Dennis, und dann neben dem Dings. Ja, ist das fertig? Ist fertig. Oh, perfekt, dann kann ich direkt da hinfahren. Hinter der Shadow-Station. Kannst du und dann bring die, und sag dir mal, die Bikes von denen sind fertig. Das ist Destiny und hier, wie heißt er? Du. Achso, nee, Popcorn. Popcorn, Destiny genau. Destiny und Popcorn. Sag dir mal, die Bikes von denen sind fertig, die sollen die dann auch abholen zeitnah. Ja, mach ich. Ja, dann ich noch eine Rechnung aus. Ne? Naja, klar. So. Seit wann habt ihr den Laden übernommen hier? Wir wurscheln hier erst seit gestern rum. Ah, okay. Ich hab den aber gekauft, ich bin's Vater Chase. Ah, Vater Chase. Oh, Vater Chase, ich hab was für dich. JD, was hast du denn? Pass auf. Wade sagt, er hat hier flucht, wa? $5. Und, $5 muss wegen schön hier, in die weil, Clubkasse ja, rein. Ja, hier. Genau. Ich. Ja, jetzt hol ich mir mal ein Bierchen. Naja, mach mal. Vernünftig. Wie war dein Name? Ich hab's nicht verstanden. Torin. Bailey, einfach ist leichter. Mir ist es scheißegal, ich sag dann. Ja, wie du möchtest. Ne? Jo, der tiltende Torin, ne? So sieht's nämlich aus. Richtig. Der Wütende. Ja. Ja, so sind wir nach Paledo für ein paar Bier, aber wenn ich hier um die Ecke fahren kann, um Bier zu trinken, perfekt. Naja, das haben wir sonst immer, wir haben das gestern selber gemerkt. Du warst ja nicht dabei, aber wir mussten hoch zum Saloon fahren, wa? Ja, da war ich vorhin auch erst. Ah, wie ein Paledo, ich von dir hört vorhin, ja. Ist das ein Elektroroller? Nein, Mann, der arbeitet nur am Limit, der ist sehr laut. Ach so, okay, ich dachte schon, ey. Mein Gott. Da ist Ökoterroristen hier. Genie, Junge. Ah. Ja. Ich war lieber Oldschool, Baba. Nee, auf jeden Fall Saloon waren wir gestern, aber das war auch, da war halt, das ist halt Paletto und da musst du halt, fährst du halt eine halbe Stunde hoch, wa? Ja, richtig. Na, und jetzt haben wir uns gesagt, wir haben ja hier die Bar drin, machen wir die einfach mit. Ja, sehr schön. Haben wir gestern aufgefüllt, machen wir voll und dann ist dann hier jeden Tag Klamüser. Ja, ich wohne in Harmony, ne? Deswegen ist so meine Ecke. Also, alles so, was Sandy, Harmony, Grapeseed ist. Ja, richtig, seit Lonnie nicht mehr da ist, ist der Laden zu sporadisch auf. Ist halt. Stimmt, da war irgendwas. Der Lonnie ist gestorben, ne? Ja, richtig. Und seitdem er weg ist, ist das. Naja, nichts Altes, nichts Ganzes. Dieser Popcorn hat mir erzählt, der war irgendwie befreundet mit diesem Lonnie. Was ist denn da passiert? Ja, genau, das weiß ich nicht. Ich habe ein, zwei Tage vorher gesprochen und auf einmal hieß es, er liegt unter der Erde. Da war ich auch ein bisschen geschockt. So. Na, aber du fällst doch nicht einfach tot um, außer der hat irgendwas mit der Leber oder so. Ja, die Frage ist, wie alt er war. Angeblich hat ihn irgendjemand mit einer Machete bearbeitet, aber zu 100% weiß ich es nicht. Das war die Info, die ich bekommen habe. Das war alles. Achso, ja, ich hatte damals in MD die Info gekriegt, es gibt eine neue Droge auf dem Markt und die ist sofort tödlich. Na, vielleicht wollten sie ihn besser dastehen lassen, wie er draufgegangen ist. Achso. Okay, ja. Zu seiner Sucht erliegen. Na ja, klar. Das kann auch sein, ne? Gut möglich, ja. Ich hole mir mal noch einen Logger.